du hast hier den neuen Ortema Neck Brace, den seit Anfang des Jahres auf dem Markt ist. Finde ich persönlich eine sehr, sehr tolle Produktion, ist auch wirklich wunderbar leicht. Würdest du uns an Mickael Musquin erklären, wie die Funktionsweise von diesem Neck Brace ist oder beziehungsweise das Besondere am Ortema Neck Brace? Sehr gern. Wir haben eine Form, die am Rücken in Form eines Hufeisens ist. Wir nehmen den Druck oder die Schwungmasse von dem nicht mittig auf der Wirbelsäule ab, sondern verteilen das flächig auf die Schulterblätter. Damit hat man noch eine viel größere Abfangung beim Sturz. Beim Sturz, ja. Genau. Nach vorne haben wir auch eine Dynamik schon eingebaut, ja. Einfach um hier mehr Flexibilität zu geben und auch hier wiederum im Falle des Sturzes viel Energie vom Kopf, vom Helm abzufangen. Ne? Okay, weil das dann auch so breitflächig ist. Genau, eine breite Anstützung, auch hier über diese Polster, die man dann auch von der Anpassung noch verändern kann. Hier können wir noch individuell anpassen, was am Brustpanzer oder mit einem Safety Jacket, was da noch nötig ist, und dann kann man das sauber in der Funktion anpassen. Mhm. Man muss dann einmal die ganze Gurtsysteme einstellen und dann hat man nachher zum Schluss nur noch so eine Klapp-Umlenkschlaufe, wo man das ganz geschickt zumachen kann. Das ist im Prinzip auch kein Problem, dass wenn das einmal angepasst ist, das auch alleine anzuziehen. Ohne genau, da braucht man dann nicht noch eine zweite Person. So. War auch am Rücken wirklich gut, wie das sich verteilt im Falle eines Sturzes oder wo die Energie hin. Genau, also hingeht. Wir haben einfach diese flächige Verteilung von der Wirbelsäule weg, ne? Weil die ist ja das Problem, wo wir schützen wollen, und haben hier jetzt diese großflächige Anstützung, was natürlich auch immer noch übergeleitet wird in solche Rückenschutz. Und wenn das jetzt hier nötig ist, wie gesagt, kann man hier jetzt noch diese thermoplastische Anformung machen, dass hier der Winkel besser passt, dass sich da kein Hebel entsteht. Auch hier haben wir verschiedene Größen, auch im Kinderbereich, also schon kleine Kinder, die im Motorsport anfangen und sehr schlanke und kurze Beine haben, die können wir sehr gut mit der Xpert versorgen. Aber wie ich sehe, ist die Anpassung bzw. das Anziehen des Protektors auch sehr problemlos. Genau, wir haben hier die Klettverschlüsse, die man sehr individuell einstellen kann. Aber es dauert ja eigentlich nicht viel länger, als wenn man einen normalen Knieprotektor anzieht. Nein, das ist der gleiche Aufwand im Prinzip. Und die Schutzfunktion jetzt allein so von der Protektion, wie man es kennt, vom handelsüblichen Knieprotektor, ist ja noch quasi integriert. Genau, das haben wir hier integriert, dass praktisch der Schlagschutz für die Kniescheibe da ist und auch hier eine gewisse Lücke ausgefüllt wird, wenn mal der Lenker in den Bereich kommt. Ich finde die Orthese auch optisch mit dem Blum. Ja, gut, ja. Sieht gut aus. Ja. Ganz fetzig aus, ne? Und jetzt mal. Genau. Der Hintergrund dieses Tests ist zu ermitteln, wie ist seine Ausdauerleistungsfähigkeit. Also wie muss er sich optimal belasten, um eine gewisse, möglichst jetzt im Rennen eine maximale Belastung, so lange wie möglich halten zu können. Und ähnlich wie beim Motorrad, mit dem da teste ich auch, wie hole ich am meisten Leistung aus dem Motorrad raus, mache Tests auf einer Rennstrecke. Und ähnlich muss letztendlich der Fahrer auch einen Test machen. Er muss auch wissen, wo bin ich, wo stehe ich, wie kann ich meine Leistung optimieren. Und das ist der Hintergrund für die gesamte Leistungsdiagnostik, die wir hier machen. Und Ausdauertest, Laktattest ist ein Bereich, da geht es wie gesagt um die Ausdauer, also möglichst eine Tätigkeit lange durchhalten zu können. Und was wir nachher noch sehen werden, ist der Bereich Krafttest. Wir testen die Kraft, Rumpfmuskulatur und Beine, genau mit dem gleichen Hintergrund. Zu sehen, wo steht der Sportler, welche Kraftwerte hat er bisher, haben dann auch Vergleichswerte, können ihm sagen, das ist normal oder das ist vielleicht über dem Durchschnitt. Häufig haben wir Sportler, was uns immer wieder erstaunt, die sind unter dem Durchschnitt eines normalen Menschen. Ist dann immer auch eine gute Motivation für die Sportler zu sagen, okay, jetzt muss ich offensichtlich was tun. Zu uns kann jeder kommen, das ist wichtig. Wir haben natürlich auch Profis hier, ist klar, ist auch für uns wichtig, weil wir dort auch die Herausforderung haben, dass es gut funktionieren muss. Und das Know-how von den Profis lässt sich aber sehr gut auch auf jeden Normalsportler übertragen. Und das ist uns dann auch wichtig, weil wir da natürlich auch unser Know-how weitergeben können, die Begleitung machen können. Und man kann, wenn man bisher gar nicht trainiert hat, mit relativ wenig Aufwand sehr viel erreichen. So ein Profi, der muss täglich trainieren, einfach nur um seinen Stand zu halten. Für jemanden, der noch nichts gemacht hat, da reichen auch mal zweimal die Woche, ein bisschen Lauftraining, ein bisschen Krafttraining. Und da erreiche ich sehr viel damit. Da habe ich eine wirklich relativ schnell auch eine deutliche Leistungssteigerung.